Genau, Katharina, mein Name, von 101 Investing. Spreche da mit dem Herrn Kramer. Nein, Jolika Kramer bei Telefon holen. Genau, Gilbert Kramer. Ja, einen Moment, ich muss ihn holen, ja? Einen Moment bitte warten, bin gleich wieder bei Ihnen. Okay, super, danke. Ja, hallo, wer ist da bitte? Ja, hallo, guten Tag, Katharina hier von 101 Investing. Ich melde mich, Sie hatten sich gerade bei uns auf der Plattform registriert. Für den Handel mit Finanzprodukten, also Aktien, Kryptowährungen, ist das soweit korrekt? Wie bitte? Es ist so laut bei Ihnen. Genau, Sie haben sich gerade bei uns auf der Handelsplattform registriert. 101 Investing für Aktien, Kryptowährungen, um damit zu handeln. Ist das soweit korrekt? Meinen Sie meinen Enkelsohn vielleicht? Gilbert Kramer. Nee, das bin ich. Genau, jemand hatte sich gerade bei uns registriert gehabt. Was machen Sie? Mit Ihrem Namen. Ist das Versandhaus? Genau. Nein, wir arbeiten mit Aktien, Kryptowährungen, Bitcoin. Ist das vom Internet? Genau, Sie haben sich vom Internet bei uns registriert. Ach, Sie sind das, ja. Vor ein paar Minuten. Sagen Sie das doch gleich, dass Sie vom Internet anrufen. Ich habe jetzt gedacht, das ist so eine seltsame Nummer da am Telefon. Von wo rufen Sie genau, ich bin nicht von 1 und. Genau, ich bin nicht von 1.0. Ich bin nicht von 1 und 1. Ich bin von einer Handelsplattform. Ja, wir haben da seit Tagen, sag ich mal, Probleme auch mit, ne? Okay, genau, ich bin für Aktien zuständig. Aktien, Kryptowährung auf dem Finanzmarkt. Ja, da wollte ich ja im Prinzip investieren, nicht wahr? Also sind Sie nicht von Marcel Davis, ne? Ich bin von 101 Investing, einer Handelsplattform. Ja, aber nicht von Internetanbietern, ne? Nein, genau, nicht 1 und 1. Ja, das ist der Internetanbieter, genau, davon bin ich nicht. Ja, so, da habe ich Sie falsch verstanden, meine Entschuldigung. Alles gut. Haben Sie denn ein Interesse am Investieren? Ja, natürlich. Das Leben wird ja immer teurer, nicht wahr? Okay. Genau, dann, ich bin halt zuständig für die Handelskontoaktivierung. Nochmal, was machen Sie bitte? Genau, ich bin zuständig, um Ihr Handelskonto zu aktivieren, damit Sie auch investieren und handeln können. Ich habe mich schon gewundert, warum das da weitergeht, nicht wahr? Sie sind sozusagen die Glücksfee jetzt da der ganzen Abteilung. Sozusagen, ich bin da, um Ihr Handelskonto zu aktivieren. Ja, von wo rufen Sie denn an? Aber Ihre Telefonnummer kommt mir so unbekannt vor. Ist das Hamburg, die Vorwahl? Genau. Nein, genau. Ich komme aus Limassol. Wir rufen über das Internet an, damit das für Sie kostenlos ist. Wo ist Limburg? Da, wo der Käse herkommt? Ich weiß nicht, ob wir... Limassol. Sagt mir gar nicht. Ich bin immer schlecht in innerdeutscher Geografie gewesen. Alles gut. Nee, das ist in einem anderen Land, das ist Richtung Griechenland. Also eher Bayern, ja. Okay, möchten Sie denn ein Handelskonto aktivieren? Ja, unbedingt. Sie müssen hier ein Mindestkapital von 250 Euro einsetzen. So wenig? Ich hatte eigentlich gedacht, da kann man richtig Geld machen. Genau, Sie können ja auch Geld machen, aber das ist ja Ihr eigenes Geld. Das müssen Sie zuerst auf Ihr Handelskonto überweisen. Ja. Einzahlen. Das Prinzip ist mir, sag ich mal, schon, bekannt will ich jetzt nie sagen, aber ich habe mir das schon gedacht. Mir würde sich jetzt im Prinzip nur weiterleiten, die emanzipatorische Frage stellen, wie das überhaupt funktioniert dann im Anschluss, ne?
Genau, Sie handeln da mit den verschiedenen Kursen. Sie wissen ja bestimmt, eine Aktie kann ja entweder steigen oder fallen. Mit Karpfen? Genau, Aktien. Ja, ja. Aktienkarpfen. Genau, die können ja steigen oder fallen. So, damit arbeiten Sie dann auf dieser Plattform. Sie bekommen auch einen Ansprechpartner, einen Senior Account Manager. Einen Account Manager, also einen Ansprechpartner, der Sie auf dieser Plattform unterstützen wird. Ja, also Sie im Prinzip, ja. Genau, ich bin für die Aktivierung zuständig und dann bekommen Sie noch jemanden, der für die Plattform zuständig ist. Noch jemand mehr. Richtig, genau, wir sind beide für Sie zuständig, ne, damit das auch für Sie funktioniert. Ja, ist das denn, sag ich mal, zwingend notwendig, wenn wir uns jetzt schon vertraut machen mit der Materie, dass da dann nochmal jemand Neues reinkommt. Ich habe so im Prinzip da Probleme, neue Menschen kennenzulernen. Das ist immer sehr stressig alles für mich. Und seit Corona ist das, sag ich mal, noch schlimmer geworden. Sag mal, neulich das darf man ja fast gar nicht erzählen, eine Supermarktkasse, ne? Da sind jetzt ja überall diese Scheiben, damit die Leute sich nicht gegenseitig anspucken. Da steht man da, vorne einer, hinten einer, an der einen Seite die Scheibe, an der anderen Seite das Kassenband. Ich bin wahnsinnig geworden. Das ist ja im Prinzip klaustrophobisch, sag ich mal, Züge, nimmt das an. Ich komme mir langsam vor wie so ein Maulwurf, wenn ich ans Tageslicht komme. Richtig, genau. Aber die Account Manager, ne, Ihr Ansprechpartner wird auch super nett sein, der hat ganz viel Erfahrung. Ne? So, Herr Kramer ist ja mittlerweile. Genau, das kann ich noch gar nicht sagen, wer das für Sie sein wird. Ach, ist das, ne, ein das neuer Kollege? Kennen Sie den noch gar nicht? Doch, ich kenne soweit alle, aber wir haben natürlich ganz viele. Da gucken wir natürlich, dass wir den Nettesten für Sie bekommen. Ne? Herr Kramer, es ist ja so jetzt schon ein bisschen spät. Ne, es ist ja jetzt schon ein bisschen spät. Ich habe jetzt eigentlich. Das macht nichts. Ich bin vor einer Stunde erst aufgestanden. Ich bin ja im Prinzip Buchautor und ich kann am besten in der Nacht schreiben. Ne, wegen den. Sag mal, ich finde, das Geräusch der schreienden Eulen ist, sag mal, das wirkt sich positiv auf mein Charisma und auf die Schreibfreudigkeit aus. Also Sie müssen da jetzt, sag mal, keine übergeordnete Rücksicht auf mich nehmen. Das, sag mal, vom Respektslevel her vielleicht angebracht, aber ich sag mal, ist nicht notwendig. Ne? Das, also, nee, ich genau. Mir da die genau. Zeit, ich habe aber normalerweise Feierabend. Das ist genau, ich habe normalerweise jetzt Feierabend, genau. Deswegen, ich würde vorschlagen, wann hätten Sie denn morgen, hätten Sie dann nochmal Zeit, 10 Minuten? Haben Sie denn, sag ich mal, den anderen gleich da? Da kann ich ja mit dem sprechen. Der hat auch schon Feierabend wahrscheinlich, ne? Den bekommen Sie auch erst, wenn Sie hier ein aktives Konto haben. Deswegen frage ich, haben Sie denn morgen? Haben Sie dann nochmal 10 Minuten Zeit? Ich bin ja morgen zur Dialyse, nicht wahr? Das nimmt ja immer sehr viel Zeit in Anspruch. Da kann ich Ihnen gar nicht genau sagen, weil dann steckt man mal im innerverkehrlichen Stau halt mit dem Krankenfahrstuhl. Und wenn da wieder die Touristen oder der Traktor vor einem herfahren, ich sag mal, da ist ja schon wie so beim Kartenspiel, da hat man halt die Niete gezogen, nicht wahr? Genau, ich bin von 10 bis 19 Uhr bin ich im Büro. Wenn Sie mir da eine Uhrzeit nennen, kann ich versuchen, Sie zu erreichen. Na, dann kann ich gucken, ne, wie ich Sie dann anrufen kann. 19 Jahre alt sind Sie? Nein, ich bin von 10 bis 19 Uhr bin ich im Büro. Und dann dauert das so in etwa 10 Minuten? Genau, da kann ich Ihnen gerne nochmal erklären, wie das Ganze funktioniert. Und wenn Sie dann möchten, können wir gerne Ihr Konto aktivieren. Ja. Ne, dafür machen wir dann morgen den Termin aus. Sag mal, wenn das jetzt nur 10 Minuten dauert, dann lassen Sie uns das jetzt doch nur über die Bühne bringen. Weil nachher Dialyse, ne, da bin ich ja auch immer tot, wie so ein Vampir, fast zombie-mäßig unterwegs. Ne? Da bin ja. Ich ja gar nicht geschäftsfähig. Ansonsten können wir natürlich, wegen der Schmerzen. Natürlich können wir natürlich auch einen anderen Tag finden, ne, um einen Termin zu machen. Ne, das dauert schon ein bisschen länger für die ganze Aktivierung. Ne, ja. 10 Minuten dauert natürlich nur das Gespräch. Ne, wenn Sie natürlich möchten, ich kann morgen Abend, ne, versuchen, nochmal Sie zu erreichen oder an einem anderen Tag. Hört sich das für Sie okay an? Na, ich sag mal, das scheint ja so, als ob unsere
Tag-Nacht-Rhythmen so ein bisschen konträr zueinander stehen. Also ich bin jetzt ja im Prinzip auch erst so ein bisschen mehr als ein Stündchen wach und Sie wollen jetzt schon schlafen gehen, nicht wahr? Genau. Ich möchte auch schon ein bisschen nach Hause gehen. Ja, genau. Ist denn da noch jemand in der Spätschicht bei Ihnen oder in der Frühschicht aus meiner Sicht der Dinge? Genau, bei uns, die Kollegen gehen ja natürlich alle nach Hause. Wir haben natürlich schon Feierabend jetzt. Ja, kann ich. Bis wann haben Sie denn die Dialyse? Nein, morgen? Das geht ja im Prinzip, er muss ja mitten in der Nacht aufstehen. Das geht ja um 13 Uhr los. Und dann muss ich mal gucken, wie lange das da dauert, nicht wahr? Okay. Ich werde Sie morgen versuchen, dann einfach zu erreichen. Dann können Sie mir ja sagen, ob Sie dann an dem Tag irgendwann noch Zeit haben oder wir gucken, dass wir einen anderen Termin finden, okay? Also wenn Sie mögen, sag mal, es wäre im Prinzip beim Dr. Baraka, findet das statt in Berlin, im Tempelhof, ist das im Stadtteil Tempelhof? Ja. Da kann ich Ihnen ja im Prinzip auch die Telefonnummer geben. Da können Sie sich da nochmal erkundigen und dann können wir da eher zusammenfinden, nicht wahr? Weil der muss ja dann im Anschluss wegen der Schmerzmittel, der muss ja, sag ich mal, auch die Geschäftsfähigkeit wieder feststellen. Weil, sag mal, nach der Dialyse darf ich ja, sag mal, im Prinzip 72 Stunden keine Kranfahrzeuge führen. Ja, genau. Also ansonsten kann ich Sie dann auch übermorgen anrufen. Das ist ja kein Problem. Dann können Sie sich morgen ausruhen. Ja. Ne? Ich möchte Sie ja auch nicht stressen. Ne? Ja, dann kann ich Sie übermorgen nochmal versuchen zu erreichen, okay? Ja, wenn Sie denn, also ich muss ja sagen, okay. Sie haben ja eine sehr sympathische Stimme. Es steht jetzt demnächst, sage ich mal, die Vertonung eines meiner Bücher an. Da würde ich im Prinzip, sage ich mal, Ihnen eine Arbeit anbieten. Ich habe da so eine Geschichte, da geht's um Otter, dass Sie die Prinzessin der Otter einsprechen, sozusagen. Ich hätte da auch eine Textprobe vorliegen. Okay, super, dann gerne. Ne, vielen Dank, dass Sie meine Stimme so toll finden. Ja. Genau, wenn, dann können Sie mir, ich schicke Ihnen eine E-Mail, da können Sie das ja gerne alles hinschicken. Ja. Ne? Und dann können wir gerne gucken, ob wir dann nochmal gemeinsam zusammenfinden, ne, in 2 Tagen. Dann kann ich mich gerne nochmal mit Ihnen unterhalten. Ist das so okay, Herr Krammer? Ich finde, das hört sich, mögen Sie denn den Namen Ottilie Otter? Das wäre ja im Prinzip dann Ihr, sagen wir, Ihr Charakter. Hört sich sehr toll an. Das ist großartig. Und die Otter, die wohnen quasi in der Stadt, die ist angelehnt an Rotterdam, heißt die Stadt halt Otterdam. Ne, nicht wahr? Ich hab erst gedacht, okay, ich nenne das Frankfurt an der Otter. Aber ich glaube, das würden die meisten Leute nicht verstehen, weil die kennen alle nur Frankfurt am Main und nicht Frankfurt an der Oder. Und dann ist mir ja noch die Idee gekommen, ich könnte das Ganze auch einfach Ottawa nennen, weil in Kanada gibt's ja eine Stadt, die heißt Ottawa. Aber dafür sind die Leute, sag ich mal, dann ja auch zu ungebildet. So in etwa wie die Wiesel, okay, die da vorkommen, weil das ist ja mal eine Hochzivilisation gewesen, bevor die quasi von den imperialistischen Kriegstreiber, also die Füchse im Prinzip, die haben da ja alles kaputt gemacht. Ja. Herr Kammer, genau. Das hört sich alles sehr toll an. Das ist es auch. Ich habe jetzt schon 463 Seiten im Prinzip geschrieben. Super. Genau, das können Sie mir gerne in 2 Tagen nochmal ausführlich natürlich erklären. Oh, das schaffe ich aber nicht am Telefon. Okay, dann schicken Sie mir gerne eine E-Mail und ich melde mich in 2 Tagen, okay? Ja, wie ist denn Ihre E-Mail-Adresse? Da würde ich Ihnen mal, sagen wir, genau, den Text der Sprechrolle einmal durchschicken. Die schicke ich Ihnen einmal per E-Mail, ne, gucken Sie in Ihrem Postfach und dann können wir nochmal zusammenkommen, okay? Ja, aber Sie jetzt müssen mir doch jetzt mal, ich brauche doch Ihre E-Mail-Adresse, sonst kann ich Ihnen doch gar nicht schreiben. Doch, Sie können einfach auf diese E-Mail antworten. Haben Sie mir geschrieben? Richtig, genau. Antworten Sie mir einfach auf diese E-Mail und dann melde ich mich in 2 Tagen. Ich wünsche jetzt ganz viel Erfolg noch beim Schreiben. Ja, können Sie bis dahin einmal, mit dem Smartphone, sag ich mal, so Ottergeräusche aufnehmen, weil Sie müssen, muss ja auch alles eine authentische Atmosphäre haben, dass Sie die Tiergeräusche einstudieren, ja? Mache ich, genau. Dann noch einen schönen Abend, Herr Kammer. Ja, für Sie auch. Auf Wieder, Otter. Tschüss.